Vitris. Ja. Was mussten wir leider jetzt kürzlich feststellen? Was ist dein größtes... Also das ist natürlich eine Schmach. Wir wollen das eigentlich gar nicht erwähnen, aber jetzt ist die Gelegenheit gerade günstig. Was ist passiert? Wir haben das Umbauvideo gemacht beim Jetski, so dass wir auch konkrete Zahlen haben, was Tempo angeht, was auch Tank angeht und alles. Deswegen haben wir das auch alles gemacht. Das hatte mein Jetski vorher nicht. Daher sind wir immer davon ausgegangen, dass der Jetski und das Boot ungefähr gleich oder auch das Jetski ein bisschen schneller ist. Also eigentlich sind wir davon ausgegangen, also ich bin immer davon ausgegangen, so vom Fahren her, die letzten Fahrten war so, dass das meines Erachtens der Jetski schneller war. Habe ich aber eigentlich nie großartig getestet. Ja, und jetzt bei der Probefahrt, nach der ganzen Instandsetzung und alles, wo jetzt alles neu ist. Haben wir es mal getestet. Haben wir jetzt den Testlauf gemacht und mussten... feststellen, dass... Also für mich ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, für... Also er hat ein absolutes positives Ergebnis. Was Endgeschwindigkeit angeht, ist der Jetski unterlegen. Bergauf, bergrunter. Mhm. Können die Zahlen noch sagen, oder? Wir können die Zahlen sagen. Gut, Jetski zieht bergauf. 48 km/h in der Spitze. Und bergrunter in der Spitze sind wir gelandet bei 62. Nicht konstant. Konstant waren so 59. Und beim Boot hatte ich zur Bergfahrt wirklich konstant 54, 55 km/h habe ich locker halten können. Und Talfahrt waren es 65, in der Spitze 66, aber konstant 65 km/h. Ja. Und es war auch deutlich spürbar. Also ich war wirklich selber verwundert darüber, muss man wirklich sagen. Also wir waren beide erstaunt. Wir haben nebeneinander, wir haben runtergezählt und wir haben beide durchgedrückt und das Boot zieht auch ohne Probleme weg. Du warst mir auf jeden Fall eine Bootslänge, war ja voraus. Wir haben beide Gas gegeben, Vollgas und tatsächlich war zuerst ein Stück auf und dann hat er aber doch mich eine Bootslänge abgezogen. Ja, das war doch, es war überraschend, weil tatsächlich, ich habe nicht damit gerechnet, jetzt... man muss sagen, 11 Grad war Wassertemperatur, ob das jetzt einen großen Einfluss hat. Wir hatten ungefähr 14, 15 Grad Luft. Der Motor, den ich dran habe, ist ein Yamaha, ein F60A, also noch ein alter, ein Vergasermotor mit 60 PS. Mhm. Das Boot hat ungefähr 240 Kilo Leergewicht. Der Motor wiegt etwas über 100 Kilo. Dann sind wir so bei 340 plus mich. Ich habe da auch nochmal locker 100 Kilo, die ich da drauf bringe. Dann sind wir so bei 440 plus Sprit und noch ein bisschen Zubehör, was wir haben, so um die 500 Kilo. Der Jetski wiegt, was hat der Trockengewicht mit Motor? 240 Kilo, meine ich. Also, er hat einen Rotax-Motor drin, die ältere Generation. Und wir haben da drin, sind das 75 PS? 80 aus dem Mann. 80 PS, nee, das sind irgendwie weniger, aber ist egal. Sagen wir mal 80 PS. Und tatsächlich kommen wir auf ein Leergewicht von 300 Kilo, ja. 300 Kilo? War das nicht Kilo. Sogar weniger? Ne, 300 Kilo? 300 Kilo. 300 Kilo Leergewicht. Und plus Flüssigkeiten. Plus Flüssigkeiten. Dann noch. Und plus Fahrer. Und plus Fahrer, ja. Dann hast du ungefähr mit Tank und Dingsbums 300, ich schätze mal, liegen wir bei, du bist etwas leichter als ich. Ich würde tippen, dass der Jetski roundabout 100 Kilo Runde ungefähr geschätzt. 100 Kilo leichter ist als das Boot, hat aber mehr Leistung, also mehr PS. Ja. Und trotzdem ist das Boot schneller. Die Frage, die wir uns stellen, ist, wie das kommt. Wir haben eine Vermutung. Ja. Wenn einer Ahnung hat, darf er es gerne kommentieren. Unsere Vermutung ist tatsächlich, dass die Keilform von dem Fletcher, das ist ein Fletcher GTO 140, ein schnelles kleines Boot, einem Rennboot nachempfunden, auch von der Keilform und von der. Und also meine persönliche Vermutung ist, wenn ich auf Vollspeed fahre und das Boot komplett in Gleitfahrt ist, ist der Rumpf so gut wie nicht mehr im Wasser. Der ist hinteres Viertel eventuell noch ein bisschen unten im Wasser und das war's. Also so gut wie kein Widerstand mehr. Wir flitschen also mehr oder weniger übers Wasser. Und der Jetski, ältere Generation, wie wir ja schon wissen, sieht meines Erachtens so aus, dass der mehr Widerstand im Wasser hat. Mehr verdrängt, so wie der das verdrängt. Aussieht. Und auch das, meine Vermutung ist natürlich auch die Wassertemperatur, ne? Es könnte vielleicht daran liegen noch auch. Die Wassertemperatur haben wir jetzt beide gleich. Ich weiß nicht, ob der Zweitakter bei höherer Wassertemperatur, bei höherer Temperatur besser zieht. Ich habe keine Ahnung von den Motoren so stark. Ja. Ich denke, es hat viel mit Verdrängung zu tun. Natürlich, Widerstand ist ein
ein großes Wort, deine Rumpfform, du verdrängst halt deutlich mehr, du bist nicht so stark in Gleitfahrt. Eventuell liegt es daran. Ja. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall war das Ergebnis für mich ernüchternd, für ihn natürlich. Also ein bisschen Freude war natürlich, das ist, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich nicht freuen, dass das Boot schön zieht und gut, gut läuft, dann wäre das gelogen. Fussel. Das muss natürlich im Video passieren. Ja. Was ist das Fazit? Fazit ist, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, woran es gelegen hat. Ja. Und genau. Das Boot fällt schnell, aber ich verrecke gerade. Naja, das können wir gar nicht alles haben. Ja. Was sollen wir jetzt tun, ist die Frage. Nix. Soll der Vitris sich einen neuen Jetski kaufen mit 400 PS, die es gar nicht gibt? Also machen wir jetzt Wettrüsten? Nein, alles gut. Geht hier nicht um Geschwindigkeit beim Jetski, nur mal so bei mir. Nein, nein, alles gut. Tatsächlich sind wir, formuliert, ich bin mit dem Boot sowieso zufrieden. Der Jetski ist für mich auch ein super Gerät, es macht Spaß. Auch mit seiner vielleicht nicht so hohen Leistung, aber es macht, das Ding frisst einem halt auch nicht die Haare vom Kopf. Beide nicht. Das, das Boot zieht nicht, also saugt sich nicht den Sprit ohne Ende weg. Genau. Durch den kleinen Motor. Und der Jetski ist auch echt extrem sparsam zu fahren. Haben wir gemerkt. Ja. Haben wir so nicht gedacht. Genau. Also sowas, die Tankanzeige, wie langsam der runtergeht bei normaler Fahrt. Wir haben halt auch, wir sind ja nicht nur Vollgas gefahren. Bei einer normalen, gemütlichen Tourenfahrt, und das ist ja nun mal ein Touren-Jetski, muss man wirklich sagen, ist das wirklich, dafür ist er perfekt. Ja. Auch von der Leistung her. Es ist halt kein Trickser. Es ist halt kein Steher oder sonst irgendwas. Genau. Das ist ein Touren-Jetski. Und so verhält er sich auch und vom Kraftstoffverbrauch auch wunderbar, das Ganze. Kein Trickser. Also. Aber man kann was machen. Genau. Auch mit einem Touren-Jetski kann man natürlich Tricks machen, aber natürlich hätte man jetzt einen ganz leichten kleinen Jetski mit 4 PS, dann kannst du natürlich auch. Ein Tricks, ja. Kann man natürlich irgendwas mehr reißen. Aber wir sind so zufrieden erstmal. Genau. Wir sind ja auch schon ein bisschen älter und wir müssen uns ja auch nicht Knochen brechen. Genau. Und Tricks machen kann ich trotzdem, wie ihr schon gesehen habt. Richtig. Läuft ganz gut. Und der Spaßfaktor ist auf jeden Fall gegeben und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Und diesen Sommer? Da ballert es richtig. Dann machen wir vegan. So, jetzt haben wir euch mal genug so aus dem Leben des Jetski und Boot Verrückten berichtet. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, Abend, wann ihr es auch immer guckt. Und Ahoi und immer eine Handbreit Wasser und dann Kiel. Und folgen und liken nicht vergessen. Ganz wichtig. Und abonnieren. Abonnieren immer. Auch, da es kommen wirklich noch ein paar Highlights auf euch zu. Wir haben viel vor diesem Sommer. Aber richtig viel. Jawohl. Ach, der Volle.